Hallo. Wie ihr alle wisst, ist unser Casio natürlich kein programmierbarer Taschenrechner, aber trotzdem hat er noch ein bisschen Erinnerung und kann sich auch ein bisschen an alte Sachen erinnern, die schon mal eingegeben wurden. Ich nenne das mal Zurückspringfunktion. Also wenn man jetzt irgendwie 8 Quadrat plus 9 hoch 26 ausrechnen wollen, mal sehen, ob er das schafft. Oh ja, das ist eine wahnsinnig hohe Zahl. Haben wir hier ausgerechnet. Und sagen mal, das ist eine tolle Sache, dass wir es ausgerechnet haben. Sagen auf All Clear AC und machen eine neue Rechnung. Also 7 plus 9 Quadrat und haben da natürlich 88 raus. Und jetzt denken wir uns, das ist ja auch ein schönes Ergebnis, aber wir wollen vielleicht nochmal das Ergebnis von der letzten Rechnung haben. Dann gehen wir einfach nach oben und haben da schon wieder unsere gigantische Zahl von 8 Quadrat plus 9 hoch 26. Jetzt können wir auch wieder hin und her springen. Also wir können mit diesem Steuerkreuz hoch und runter zwischen der ersten und der zweiten Rechnung hin und her springen. Ich glaube, es geht noch bis zur dritten weiteren Rechnung. Und wenn wir jetzt hier mit dem Steuerkreuz nach links gehen, dann sind wir hier oben in der Zeile und da sieht man auch den Cursor und dann können wir auch wieder hier weiter zurückgehen und weil es hier 9 hoch mit Delete können wir jetzt auch hier die 26 wegmachen und machen da auch vielleicht 9 hoch minus 3. Jetzt wird das Ganze und ist gleich. Und jetzt haben wir einen schönen Bruch. Jetzt können wir mal die SD-Funktion machen und haben sehen, dass wir jetzt schon eine schöne kleine Zahl haben. Können wir wieder mit. Ja, können wir dem hoch und runter wieder zu den anderen schönen Sachen springen. Ja, das wollte ich euch eigentlich mal zeigen. Also diese Hüpffunktion oder diese Springfunktion, dass man zu den alten Rechnungen zurückspringen kann und in einer alten Rechnung noch was korrigieren kann. Eigentlich alles mit dem Steuerkreuz.